echt mal so gefragt, wie wichtig ist es in so einem Spiel auch mal hinten die Null stehen zu haben? Ja, ich versuche auch, viele Sachen jetzt positiv zu sehen, obwohl das so einfach ist ja nicht. Ich wollte unbedingt heute 3 Punkte haben. Also ich habe auch im Vorfeld gewusst und die Mannschaft auch vorgewarnt, dass wir heute schwere Gegner haben, weil die bis jetzt nur 2 Spiele auswärts verloren haben nur und dass die sehr massiv stehen im Defensive, in der Defensive und dass die lauern auf Fehler mit Konter, schnelle Leute über außen. Und das war wirklich so. Hat sich leider bestätigt. Wir haben nicht geschafft, ein Frühtor zu erzielen und vielleicht, dass der Gegner ein bisschen nach vorne kommt und dann wir nochmal zuschlagen können. Ja, zu Hause wollen wir eigentlich immer den Dreier einfahren. Ne? Aber wir haben natürlich heute auf den Gegner wieder getroffen, der sehr konstruktiv gespielt hat. Standen sehr gut, haben uns das Leben schwer gemacht und wir hatten bis auf 3 Chancen oder so nicht so viel zu Wege gebracht. Deswegen muss man aber heute mal mit dem Punkt zufrieden sein. Wir wollten über die Fußballschiene kommen, war aber auch schwierig heute. Muss man zugeben, mit dem Platz wieder im Winter. Ich weiß nicht, warum wir immer so ein Platzproblem haben. Und soll jetzt keine Ausrede sein, aber es ärgert schon einen. Und ja. Am Ende müssen wir so zufrieden sein. Ich glaube, das wäre nicht die erste Mannschaft, die jetzt auf uns so zutrifft. Die anderen Mannschaften werden genauso spielen. Und ja, dann fahren wir jetzt nach Heidenheim und versuchen dort zu punkten. Mehmet Kara, du bist beim Aufwärmen schon von den Fans gefeiert worden mit Sprechchören, dann bei deiner Einwechslung. Geiles Gefühl, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also war einmalig für mich wieder mal mit den Fans mich zu treffen. Und auch nochmal danke von mir. Und wie gesagt, war ein schönes Gefühl. Du selbst hattest die Führung auf dem Fuß. Beschreib mal die Situation. Du nimmst ein volles Risiko-Volley. Eigentlich, wir haben schon gedacht, das ist dein Tor. Vielleicht dachte ich das auch schon. Nein, Spaß, ich wollte einfach, den Ball habe ich schön mitgenommen, denke ich. Und ich habe volles Risiko genommen und er stand da gerade, wäre ein bisschen weiter rübergegangen, wäre drin gewesen und wäre super für uns gewesen und auch für mich, aber vielleicht nächste Woche. Heute direkte Premiere gegeben, bis erst ein paar Tage hier. Ja, und ich würde sagen, kannst du durchaus zufrieden mit sein, oder nicht? Ja, von dass ich spielen durfte auf jeden Fall. Ob der Trainer mit mir zufrieden ist, weiß ich nicht. Und ja, ich hoffe es mal. Du hattest über deine Seite relativ wenig zu tun teilweise, konntest dich viel ins Offensivspiel einschalten, das hat aber schon alles ganz gut funktioniert von den Abläufen, oder nicht? Ja, ich hab versucht, das Beste rauszuholen. Ich meine, die Abstimmung hat noch nicht ganz gepasst mit meinem Mitspieler. Das ist auch ganz normal, man weiß die Laufwege nicht, die Bewegungen, was er vorhat und alles. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, war das für den Anfang ganz, ganz okay. Zu dem Jungen muss ich sagen, er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. War sein erstes Spiel, war eine Einheit bei uns in der Mannschaft im Training und Hut ab. Ich glaube, das kann noch ein richtig guter werden. Wie gesagt, wäre natürlich schön, wenn wir das Spiel gewonnen hätten und 3 Punkte wären wichtig gewesen. Ich glaube, wir wären dann Erster gewesen, aber wie gesagt, am Ende hat uns das Quäntchen Glück gefehlt und wir müssen jetzt einfach weitermachen und dürfen jetzt nicht aufgeben, irgendwie nachlassen und zu der Mannschaft kann ich nur sagen, positiv Eindruck und super intakte Mannschaft. Und wie gesagt, da ist auf jeden Fall richtig Potenzial drin.